Ja, wie ihr seht, ich bin nicht zu Hause. Ich dachte mir, bei dem schönen Wetter schwinge ich mich mal aufs Fahrrad und fahre los. Ja, einfach mal, damit ihr seht, wo ich mich befinde. Bisschen die Aussicht. Naja, Aussicht. Mein Fahrrad. Yeah. Ja. Das dieswöchige Thema heißt ja Partnerschaft, Vor- und Nachteile und Single-Dasein, Vor- und Nachteile. Ja, wie vielleicht einige von euch wissen, ich bin Single und das genieße ich eigentlich auch. Ja, die Vorteile beim Single-Dasein. Ich kann meinen Tag so gestalten, wie ich mag. Ich muss nicht erst mich mit meiner Freundin irgendwie beratschlagen, was ich mache. Und ja, das hilft mir eigentlich auch. Ich kann meine Arbeitszeit so legen, wie ich mag. Ja, es gibt nicht irgendwie Probleme, wenn ich mit der Band unterwegs bin. Ah, du bist schon wieder unterwegs, du hast gar keine Zeit. Ja, und das ist eigentlich das, was ich gerade lieb, meine Freiheit, dass ich entscheiden kann, was ich machen möchte jetzt. Und ja, das genieße ich. Klar, gibt es Zeiten, da fehlt eine Partnerin. Aber ja, ein bisschen Spaß kann man sich ja auch woanders holen. ja. Genau. Beziehung. Vorteile. Ja, man hat immer jemand an seiner Seite, sofort einen Ansprechpartner. Man lebt nicht allein, also nicht in den Tag hinein, sondern man hat irgendwo auch, ja, wie eine Verpflichtung für die Partnerin oder ja, halt, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Naja, ja, auf jeden Fall, ja, die Nachteile, also ich kann jetzt von meiner Seite sprechen, dadurch, dass ich mit zwei Bands unterwegs bin, ist es eben schwierig, am Wochenende irgendwie mich mit der Partnerin irgendwie zu sagen, hey, komm, wir gehen feiern oder so. Das ist halt relativ schwierig und man muss erstmal eine finden, die das auch mit sich machen lässt, also das heißt mit sich machen, dass sie das, die das mitmacht, dass man eben am Wochenende unterwegs ist und vielleicht mal nicht aufeinander rumsitzt oder was zusammen unternimmt. Und ja, das, also ich habe es gemerkt, es ging immer eine Zeit lang gut, aber irgendwann kam dann der Punkt, ja, nicht direkt entscheide dich, sondern indirekt eben dieser Punkt, willst du jetzt mich oder willst du diese Band? Und ja, irgendwie lief es immer auf die Band hinaus, weil, ja, ich weiß nicht, das ist so mein Leben. Das ist, ich glaube, die Musik kann mir nichts geben oder eine Partnerin kann mir nicht geben, das, was die Musik mir gibt. Und das ist,